Hallo, hier ist der Joshua von Move36. Wir gehen heute mal wieder ins Kino und das ist ein Ausschnitt des Films, den wir gleich gucken. Also weißt du, ich hab nachgedacht. Gib nicht so an. Statt den Film bekommt ihr den Trailer zu sehen, dann frage ich nochmal die Zuschauer, wie sie den so fanden. Das Vorprogramm ist natürlich wieder dabei und ist eigentlich fast dasselbe wie jede Woche, nur halt mit einem anderen Film. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Habt ihr Hunger? Geht. Oh, geht's? Dann bist du schon mal mit dabei. So, ich habe für jeden von euch einen schönen Becher. Der ist schön gefüllt mit Salzstangen. Yum, 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 yum. So, jeder hat 100 Gramm Salzstangen. Eure Aufgabe ist es, den Becher leer zu machen, und zwar zu essen. Wer zuerst den Becher leer hat und auch runtergeschluckt hat, der gewinnt. Soweit die Regeln klar? Dann auf die Plätze, fertig und los. Was andere so tun, wer hätte ganz gerne ein Poster? Dann, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme die Box. Ja, dann schauen wir mal, was du hast. So, einmal Popcorn. Jawohl, ich habe Hunger. Ja, du hast Hunger, das ist sehr gut. So, dann hast du einmal ein schönes so ein Armband. Und da steht drauf: I love boys who sparkle. Ja, sehr gut. Einmal von Twilight, bitteschön. So, hier unser sehr berühmtes, bekanntes Lissi-Heft für dich zum Lesen, falls der Film dann doch nicht so spannend ist. Dann habe ich noch ein T-Shirt für dich. Dann habe ich noch, ach komm hier, wenn du schon so ein Armband hast, kriegst du noch eine Brosche von Twilight, das passt schon. So, ein Geldbeutel vom Grindhouse. Und als letztes dann nochmal Karten von Bond. Da ist es mir. Alles klar. Alles klar, so, Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, danke. In diesem Wohngebiet sind keine Autos erlaubt. Sie können wohl keine schwedischen Schilder lesen. Doch, das kann ich, aber sind Sie blind? Ich sitze doch nicht am Steuer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Köter hier nicht mehr hinpinkelt. Hör nicht auf den bösen alten Mann, Prinz. Anders, hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Du hast meinen Gartenschlauch seit dem 27. August. Ich brauch den jetzt. Willst du jetzt gießen im März? Kümmer du dich um deinen Garten und ich mich um meinen. Was für ein Problem hast du eigentlich, Ove? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Wahnsinn, dem sein Leben zu retten. Dessen Leben. Dessen Leben zu retten heißt es. Du fehlst mir. Sich das Leben zu nehmen ist gar nicht so einfach. Möchtest du meine Frau werden? Ja! Was? Ja, das möchte ich! Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Also weißt du, ich hab nachgedacht. Gib nicht so an. Eigentlich ganz gut, ja. Was hat dir da so gefallen? Die Sprüche von dem Typen waren ganz geil. Ich fand den Film eigentlich sehr gut. Am Anfang sah er sehr langweilig aus, aber im Endeffekt fand ich ihn dann doch sehr bewegend. Ja, also meiner Meinung nach, was für ein Sonntagmittags-Nachmittagsfilm für die Familie, aber fürs Kino meiner Meinung nach echt nicht geeignet. Also ich fand ihn schrecklich. Hallo, das ist ein Mann namens Dirk und mein Name ist Joscha und wir werden jetzt mal gucken, sollte man sich den Film angucken oder eher nicht? Die Story ist soweit so gut schon erzählt, es ist halt eine Dramödie, nenne ich mal, also ja. Eine traurige Komödie oder ein lustiges Drama, wie man halt möchte. Und es geht um das Leben und um das Sterben. Ja. Und Ove ist alleine, ist ein Choleriker und hält die ganze Siedlung auf Trab mit seinem, ja doch, mit seinem, sagen wir mal, Ordnungswahn. Da gibt es jeden Morgen seine Runde und wenn nicht alles so ist, wie es ist, dann... Er ist ziemlich ordnungsverliebt hier. Also alles muss seine Richtigkeit haben. Genau. Aber direkt Choleriker, ja, vielleicht, manchmal hat er so Anfälle, ja. Ja, und wie ist der Film? Naja, er ist halt
genauso traurig, wie er lustig ist. Ja. Er ist was fürs Herz, ja. Er geht aber auch ans Herz. Ich fand ihn wunderschön erzählt, ein bisschen langsam, nicht so wie die ganzen modernen Filme. Ich fand aber nicht, dass er irgendwelche Längen hatte, sondern er hat sich einfach Zeit genommen für gewisse Szenen und hat auch die sehr langsame Geschichte langsam erzählt. Also ich finde, das hat ein bisschen gepasst. Es ist alles langsam, aber man würde jetzt nicht sagen so, oh ja, ist er dann bald vorbei. Weil halt doch irgendwie doch irgendwas Interessantes passiert. Also am Anfang dachte ich halt wirklich, es geht jetzt nur um das Jetzige, aber dann gibt es halt immer diese Flashbacks, wo wie der Uwe halt aufgewachsen ist, etc. Ja. Und wie er halt auch wirklich zu dem geworden ist, was er dann wirklich präsentiert. Und das war eigentlich relativ nett und gut gemacht. Klar gibt es da so Szenen, da denkst du so, ah, das ist jetzt aber traurig oder das gehört jetzt in Richtung Drama. Und da gibt es dann wiederum Szenen, die vielleicht traurig an sich sind, aber doch irgendwie wieder lustig sind. Das ist irgendwie eine gute Mischung. Genau, wenn wir schon auf die lustigen Szenen anspielen, ich habe ja gesagt, es ist eine Dramödie, also es ist lustig und dramatisch. Es ist ein Film aus Schweden. Ich habe schwedische Flaggen gesehen. Also, ja, okay. Also er spielt in Schweden, ist aus Schweden, beziehungsweise auf jeden Fall ein skandinavischer Film, so viel kann ich schon mal sagen. Ove ist jetzt auch kein Name, den ich schon mal gehört hätte. Und genauso ist der Humor auch. Eventuell könnt ihr euch, wenn ihr im Kino wart, an einer nach dem anderen erinnern. Die Finnen sind etwas verschlossen und haben einen sehr eigenen, schwarzen und trockenen Humor. Aber gut, die nordischen Filme. Ich stehe voll drauf. Die nordischen Filme. Ich meine, die Briten haben guten schwarzen Humor, aber da kommen echt die Skandinavier, die haben echt auch einfach trocken vor sich hin. Genau. Also ihr haut eigentlich ein sprachliches Brett nach dem anderen. Das sind so richtige Backpfeifen, die dieser alte Mann Uwe da verteilt. Beziehungsweise er hat ja auch gesagt, ich bin kein alter Mann, ich bin ein wütender Mann. Fand ich eine tolle Szene. Oder wie er auf Audi-Fahrern rumhackt und es ist alles so unwahrscheinlich. Die vorne dran und die fünfte hinterm Steuer. Es ist alles so unwahrscheinlich lustig. Es ist wirklich toll. Es ist jetzt nicht so, dass man schreiend vor Lachen die ganze Zeit im Sitz sitzt, sondern traurig, interessant, lustig, traurig, interessant, lustig. Er hält wirklich immer so eine Balance, also immer so auf, ab, mit sowohl mit dem Drama als auch mit dem Humor. Es ist immer so ein Wechselspiel. Manchmal gibt es halt Schnittmengen, aber... Ist auch perfekt getroffen, fand ich. Also ich sag nicht, das war jetzt zu lang oder das war zu lang oder hier hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gelacht, sondern es war wirklich perfekt dosiert, das hat sich immer toll abgewechselt. Am Anfang war ich skeptisch, doch am Ende musste ich weinen. Fast. Oh, er hat geweint. Er will nur nicht zugeben. Nein, eigentlich war stark. oder? Ja. Also tolles Ding. Ganz, ganz berührend. Nächste Woche gucken wir dann Civil War. Wann kommt der raus? Weiß ich nicht, bald. Bald, ja, dann warten wir mal eine Woche vor bald. Ja, wenn nicht, dann Warcraft. Will ich mir auch noch Warcraft, angucken. Natürlich. Warcraft, also auf jeden Fall. Wenn die Civil War, dann spielen wir War. Ja. Naja, gut, ich weiß es nicht. Bestimmt kommt irgendwas Cooles. Genau. Alles ist irgendwie cool für irgendjemanden. Wenn ihr noch was anderes gucken wollt, vor nächsten Montag, absolute Serienempfehlung, Vikings, weil der Hauptcharakter von da spielt auch im neuen Warcraft-Film mit. Ragnar Lockbrock, eine geile Socke. Unbedingt gucken, Game of Thrones, nur nicht ganz so kompliziert. Dafür, ja, ist cool. Ich habe eine Folge gesehen, habe gedacht so, okay. Ja, du guckst auch kein Game of Thrones. Nee. Dass sie dich überhaupt noch ins Kino lassen. Die brauchen mich für die Technik, hast du doch gemerkt, Leute. Oh ja, toll, das hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin unschuldig halbwegs. Aber gut. Ja, okay. Gleiches Pause vom Batman vs. Superman. Wir müssen die Leute noch spoilern, wenn sie rauchen gehen. Bis nächste Woche. Ciao. Dann sag ich zum Dragon Ball. Wer kennt Dragon Ball? Der Rest traut sich nur nicht. Okay. Und zwar, in welchem Jahr kam die erste Folge des Animes in Japan im Fernsehen? 1987. Und Nils sagt? Dann nehme ich 86. 86? Du bist so ein Arsch. Das ist genau 1986 gewesen. Ja, jetzt herzlichen Glückwunsch.